Manuel Neuer, Deklamierabend ist wieder am Start. Mit Ferdi wird es zu schätzen wissen. Aufstehen nach dem Hinfallen über die Hüfte, wie man das Ding im Torwartspiel immer auch nennt. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Athletiktraining, beziehungsweise zu dem, was wir aufnehmen. Hier ist jetzt ein fortgeschrittenes Programm. Wir sind hier am Start. Wir ist der Dominik und meine Wenigkeit, der Michi. Und ja, ich glaube, Dominik, du bist das Versuchskaninchen, sehr vernünftig. Ich darf mal nur den Trainer spielen, ich muss die Geschichten aber auch vormachen und hinterher jammern wir beide über unseren Rücken wieder gemeinsam im Büro. So sieht es nämlich aus in der Realität. Also, wir machen uns wie immer warm, wir machen wie immer einen Hauptteil, also ein eigentliches Trainingsprogramm. Nach dem Warmmachen machen wir wie immer ein Mobilisationsprogramm und hinterher wieder der Hinweis aufs Ausrollen mit der Black Roll und da nochmal der Hinweis, dass wir dazu demnächst mal ein extra Video machen, weil ich das auch immer wieder gefragt hätte, wie soll denn so ein Blackroll-Programm eigentlich ausschauen. So, was brauchen wir heute? Wir brauchen einen Stuhl, wir brauchen ein Miniband. Ich habe hier nur für mich das Grüne gefunden, bevor wieder meine Spieler lachen. Ja, wir müssen das Blaue nehmen. Ja, für mich langt das mittlerweile. Wir brauchen hier eine Stange, wie die auch immer ausschauen mag. Das ist egal, wer was zu Hause hat. Ein Schirm oder irgend sowas, ein Stock und ein Besen, sehr vernünftig. Und idealerweise wieder einen Medizinball, wer keinen hat. Wir haben hier 5 Kilo, der kann auch gerne eben, was ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, Gewichtsscheibe hat der eine oder andere zu Hause, einen schweren Stein sich einfach nehmen, irgendein Gewicht, ja, müsste jetzt auch keine 5 Kilo sein, 3, 4 Kilo, irgendwas in dem Bereich. Da findet sich ja eigentlich immer irgendwas zu Hause. So. Also, wir legen los mit einem Warm-up. Wir machen jetzt diesmal ein klassisches athletisches Warm-up, schaffen uns ein bisschen Platz und fangen an mit den klassischen Handwalks. Da machen wir, ich schaue auf meinen Plan, 3x5 Stück. Die machen wir natürlich nicht ganz vor. So, willst du gleich machen, oder? Kann ich gerne machen. Ja. Dann bitte gerne. Also sucht euch zu Hause einfach irgendwo einen Platz, wo ein bisschen eine Diagonale ist. Ja, eine Diagonale würde ich jetzt einfach gehen, weil das die meisten Dinge sind. Mit dem Stuhl zur Seite. Wir machen 5 Stück in der Reihe. Einfach nur nach vorne gehen. Die Füße schieben schön gemütlich nach. Dann einen zweiten dran setzen. Und dann wieder nachschieben. Ich nehme mal hier den Stab, um zu züchtigen. Dann wieder nachschieben. Okay, jetzt kriegen wir hier nur 3 hin, das ist aber überhaupt kein Problem. Dann würden wir jetzt hier einfach umdrehen. 2 noch. Gut. Bin schon warm. Ja, sehr gut. Und fertig, oder? Ja. Dann praktisch 2 in diese Richtung machen, sodass wir also 5 Stück hinbekommen. Das Ganze machen wir insgesamt 3-mal. Also 3 Miniserien sozusagen. 5 Stück, zurückgehen, durchschnaufen, 5 Stück, zurückgehen, durchschnaufen, 5 Stück. Dann das ganz gleiche rückwärts. Die können wir jetzt aber wieder wunderbar im Stand machen. Weißt du, wie ich meine? Also die Handbox rückwärts, die Geschichte. Und dann einfach hier so hinschieben und dann lasse ich mich wieder nach vorne fallen einfach nur. Und dann machen wir 5 Stück auch in der Geschichte. Also hier vorbildhaft. Einen zweiten, dann wieder nach vorne fallen, stabilisieren kurz in der Position. Dann eben einen dritten, dann nach vorne. Noch 3. 5 sollten es eigentlich sein, aber ja. Wir haben auch hier wieder 3 Serien. Also habe ich diese 5 gemacht, stelle ich mich kurz hin, mache 10 Sekunden durchschnaufen ungefähr und mache das Ganze nochmal. 10 Sekunden durchschnaufen, drittes Ding. Dann, ich schaue mal kurz hin, wir haben Animal Walks, ich schaue mal, was wir vor. Genau, wir machen 10 Animal Walks, da gehen wir jetzt in die Diagonale wieder rein. Und wir machen die so, wie ich sie immer sehr gerne habe, das heißt mit diesen Handflächen auf und zudrehen, damit sie eben langsamer gemacht werden und der Anspruch an die, ich nenne es mal Statik, sozusagen einfach höher ist. Nochmal gemeinsam, Wahnsinn. Also hier in diese Position gehen, achtet jetzt, dass der Rücken gerade wird, den Kopf ein bisschen durchschieben, wie ich sie nenne, und jetzt eben nicht schnell gehen, sondern eben Handfläche aufdrehen, langsam absetzen, Handfläche aufdrehen, langsam absetzen, aufdrehen, nach unten bringen, aufdrehen, nach unten bringen. Dadurch wird die Ausführungsgeschwindigkeit einfach eine langsamere und der Anspruch
auf die komplette Körperstabilisation, auf Chorbereich, Schultern, Rücken, da ist ja alles mit dabei, ist einfach eine, ist ein größerer und deswegen machen wir das. 10 Stück, wer den Raum nicht hat, macht einfach hier 3-4 Stück hier in diese Richtung hinein, dreht jetzt hier einfach schnell um und geht quasi dann in die andere Richtung wieder zurück. Nach den 10 durchschnaufen für ca. 20-30 Sekunden und das Ganze nochmal wiederholen, also eine zweite Serie dranpacken. Vierte Geschichte ist ein doppelter Animal Walk, wie ich ihn nenne. Dieses, da bauen wir so ein Wippen mit ein, das haben wir auch schon mal gemacht beim Fördertraining, denke ich, glaube ich, haben wir das mal mit eingebaut. Und da machen wir, glaube ich, nicht ganz so viele, sondern 6 Stück, genau. Und auch hier wiederum 2 Serien. Das heißt, bin ich jetzt quasi in der diagonalen Position in der Luft. Oben wird einmal gewippt. 1 und 2 mit so einer Vor- und Rückbewegung. Ja? Vor- und Rückbewegung. Ui. Na wunderbar. Sehr gut. Zack. Passt, also umgefallen. Und 6. Schritt, gell? Ja. Genau. Zurückgehen, auch hier wieder 10, 20, 30 Sekunden durchschnaufen, sodass man den Puls ein bisschen nach unten bringt, weil ja der ganze Körper in Spannung ist und sofort eben, wie ich es mir sage, ganz banal, die Pumpe angeschmissen wird. Dann nochmal 6 Stück. Dann glaube ich, kommen wir zum Minibandrücker. Bitte, über die Knie. Wir machen, dafür ist jetzt das grüne Band super zum Aufwärmen, weil es einen gewissen Anspruch an Kräftigung, Stabilisation hat, aber jetzt eben kein klassisches Krafttraining ist. Ja? Dafür ist das jetzt hier wunderbar perfekt. Wir machen ein Minibandprogramm, das bauen wir ins Aufwärmen rein. Und weil wir eben ein fortgeschrittenes Programm sind und davon ausgehen, dass derjenige, welche der jetzt hier trainiert, schon mit Miniband gearbeitet hat und wahrscheinlich mit dem blauen Miniband die meiste Zeit arbeitet, vielleicht sogar mit dem schwarzen Miniband arbeitet, für den ist das jetzt quasi kein Krafttraining, sondern eben nochmal ein Aufwärmen, ein Heranführen an das, was wir nachher brauchen, mehr Stabilität mit aufbauen. Wir starten ganz klassischerweise mit 30 Sekunden mit einem ganz klassischen Adduktorenwalk, also dieses ganz klassisch, warte, ich gehe mal hier hinstellen, das ganz klassisch hinstellen und jetzt einfach hier durchmaschinen, Hände mitnehmen und 30 Sekunden, das heißt, da würden wir jetzt einmal hier so 5-6 Schritte in die eine Richtung machen, 5-6 Schritte dann einfach sofort in die andere Richtung machen und das Ganze eben dann für 30 Sekunden durchführen. Dann bleiben wir gleich im Miniband, wir machen ein Mini-Programm. Also was der Dominik ja hervorragend gemacht hat, was ihr von vorne nicht sehen konntet, ist, wenn ich ihm das seitlich zeige, dass man praktisch da jetzt nicht so rumhängt, sondern dass die Schultern nach hinten gezogen werden und der Popo wird rausgeschoben, dass hier die Linie entsteht und dann immer noch daran denken, dass der Stress aus dem Nacken rauskommt, dass das nicht da unten ist, sondern dass das auch noch in der geraden Linie ist, damit auch hier wiederum aus der Halswirbelsäule der Stress rausgenommen wird. Kann ich das nächste auch so machen. Achso, ja, nee, brauchen wir jetzt aber gar nicht, weil jetzt machen wir Frontale, da müssen wir eh uns seitlich hinstellen. Und zwar ist die Bewegung einfach die, ich gehe jetzt in der Position rein, nach innen, Schritt nach außen, stabilisieren, nach innen, nach außen, stabilisieren. Ruhig absetzen den Fuß, ja, genau. Jetzt hier stehen bleiben einfach, genau, jetzt einfach Fuß nachziehen, genau, rausgehen, nach innen, Step raus, ja genau, so eine Kreisbewegung, jetzt habe ich schon gemeint. Auch hier 30 Sekunden, also 4-5 Schritte in diese Richtung, umdrehen, 4-5 Schritte in die andere Richtung. Danach, na gut, das ist gut, ich schaue dir gerne zu. Es ist ja mal was anderes, wenn ich das mit mache, verstehst du? Du bist schon fast langweilig. Ich brauche es beim Sport. Du machst endlich mal wieder Sport. Dann das Ganze rückwärts, da ist es jetzt das Gleiche. Ich gehe wieder in diese Position, Schritt rein, stabilisieren, Schritt raus, stabilisieren, rein, stabilisieren, rein, raus, stabilisieren, rein, raus, stabilisieren. Also auch hier 30 Sekunden lang immer rein, raus, stabilisieren, rein, raus, stabilisieren. Genau, jetzt das Miniband vom Knie weg und um die Handgelenke. Das ist dann das Letzte, was wir mit dem Miniband machen. Also Miniband ums Handgelenk rum.
Und jetzt einfach so Liegestütz-Walk. Wir machen einfach nur in der Position, wir bringen das Band also auf Spannung. Und jetzt gehe ich einfach mal in die Richtung, einfach rüber, nachschieben. 2 und 3. Machen wir weiter. Und 4 und noch einen und dann 5 in die andere Seite zurück. Ab und rüber und rüber und rüber und rüber und dann wahrscheinlich nochmal rüber und zurück. Insgesamt also auch 30 Sekunden das Ganze durchführen. So, dann sind wir mit den klassischen Themen durch. Jetzt machen wir ein ganz simples Andehnprogramm. Wir machen zunächst wie üblich bei so Andehn-Geschichten, irgendwie hat sich das so eingebürgert, die Oberschenkelvorderseite. Hier machen wir den Klassiker. Also das heißt, wir nehmen, stellen uns hin, strecken den kompletten Körper durch. Jetzt gehen wir in die Dehnung, halten das für 5, 4, 3, 2, 1 und drücken uns ganz langsam hoch und runter und wechseln dann das Bein. Auch hier strecken den Körper, 5, 4, 3, 2, 1, langsam hochdrücken, runterdrücken. Das wiederholen wir dann pro Seite 4 bis 5 Mal. Dann eine der klassischen Übungen auch die Oberschenkelrückseite. Das heißt, so eine gegrätschte Stellung gehen, ein bisschen breiter als Hüfte. Unten jetzt die Fußgelenke greifen, den Popo nach unten drücken. Und dann hier kurz sozusagen verharren für 2-3 Sekunden. Und dann nach oben gehen, strecken, Knie durchstrecken. 5, 4, 3, 2, 1. Nach unten gehen wieder. Popo durchschieben. Und wir gehen wieder nach oben. 5, 4, 3, 2, 1. Auch das so insgesamt 5-6 Mal. Wiederholen, dann brauchen wir die Adduktoren. Da machen wir den Adduktoren-Walk. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Nochmal kurz der Reminder. Einfach nur in diese Stellung hineingehen. Ja. Und jetzt einfach nur auch hier wieder 5 Sekunden halten. Dann in eine tiefe Hocke gehen. Dann habe ich gleich so ein bisschen Vorspannung, Oberschenkel mit dabei. Und weiter marschieren. Ja, tiefe Hocke und weiter marschieren. Und das dann eben auch dreimal nach rechts. Einmal nach links, nochmal darüber, nochmal darüber. Jetzt habe ich es genau verkehrt und gesagt, das andere rechts. Also links darüber, rechts, links, rechts. Jeweils 3 Schritte zur Seite. Zum Schluss brauchen wir noch die Wadenmuskulatur. Die machen wir dann im Klassiker auch. Wir gehen in den Stütz, überkreuzen hinten. Und jetzt machen wir es zuerst so, dass wir zuerst anwippen. Ziehen, mal anwippen, die Ferse langsam. 3, 4 zu Boden drücken. 6, 7, 8, 9, 10, dann lassen wir sie unten und halten das mal für ein paar Sekunden. So 6, 7, 8 Sekunden, sowas rum. Und dann wechseln wir eben auf die andere Seite. Auch hier langsam wippen. Die 10 Stück. Den 10. lassen wir dann eben gleich unten. Halten das wieder für 3, 4, 5, 6, 7, 8. Könnte man jetzt auch nochmal, ist aber keine Verpflichtung, nochmal wiederholen. Haben wir was vergessen? Nee. Hüftbeuge. Ach, Hüftbeuge, natürlich. Logisch, Hüftbeuge. Die machen wir auch auf klassische Weise. Große Schrittstellung, Fuß in die Mitte, Hände außenrum positionieren. Und jetzt einmal nur in so ein bisschen wippen. Auch hier machen wir dasselbe Prinzip wie bei der Wade. Wippen so 10-mal langsam rauf und runter und dann bleiben wir irgendwann unten und halten hin hier. Wer jetzt noch den Anspruch erhöhen will und gleichzeitig so ein bisschen Stabilisationstraining schon mit einfließen lassen will, kann jetzt noch einbeinig, freiarmig sozusagen das Ganze machen und dann hier auch nochmal ein paar Sekunden halten und dann machen wir einen Wechsel und machen das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Also 10-mal anwippen, circa 10 Sekunden die statische Dehnung halten. Wer will, kann auch dabei nach oben gehen und noch einen höheren Anspruch reinbringen. Fußwechsel erledigt. Dann, wie immer, unsere 3 Mobilisationsübungen. Das eine ist das Pendeln im Sitzen. Na, klasse. Genau, und Kopf ablegen dabei immer. Und dann einfach hin und her gehen. Fuß nicht ablegen, also die Füße bleiben in der Luft. Füße sind vorne geschlossen. Das ist ganz wichtig, bei Knie ungefähr bei 90 Grad ungefähr sein. Nicht also die Unterschenkel da dran fallen lassen und den Kopf ablegen. Damit kommt immer der Stress aus der Halswirbelsäule raus und den wollen wir ja hier nicht. Wir wollen ja hier die Hüftwirbelsäule mobilisieren, seitliche Bauchmuskeln mit aktivieren. Das ist eigentlich so das, um was es geht.
Wunderbar. Auch hier wieder wie immer bei mir 5 und 5 pro Seite. Das nächste ist, dass wir in den Stütz gehen. Wir haben noch keine Zeit. Stütz gehen, Fuß unten durch, schieben jetzt diese Geschichte. Einmal den Fuß unten durch und dann runterdrücken und dann die andere Seite. Auch hier eine super Mobilisationsübung für die Hüfte im Allgemeinen, fürs Becken, die Lendenwirbelsäule oben mitgenommen. Wunderbar, schön alles einmal durchdrücken und das, ich sage es immer, geschmeidig machen. Das ist eigentlich das, was es am besten trifft, ohne jetzt zu tief da ins Detail zu gehen, was dann im Detail dann da drin irgendwo im Tiefen des Beckens, der Hüfte passiert. Letzte Geschichte ist unsere aller Lieblingsübung. Diese Geschichte über die Hüfte aufstehen, wie ich es immer nenne. Künstliche Hüfte geht das gar nicht so leicht. Ja, du bist jetzt im Hürdensitz, den mache ich gar nicht, schau mal. Einmal vor. So, ja, das ist angerutet. Genau, und jetzt geht es praktisch eben über das Knie aufstehen. Hopp, und wenn wir dann hier in der Position sind, schiebe ich das Becken noch so ein bisschen nach vorne, sanft runterfallen lassen und wiederhole das Ganze. Runterfallen lassen. Das geht. Und wiederholen. Schneidig. Und wieder runter und wieder wiederholen. Auch hier 5-6 Mal pro Seite. Wer da Schwierigkeiten hat, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auch bei Fußballprofis es immer wieder mal erwische, sozusagen, dass das jemand ganz, ganz schwer nur kann. Das ist nicht so dramatisch, dann muss man dem halt helfen beim Aufstehen. Ja? Das heißt, wenn der wirklich hier in der Position ist, dann ist da einer vorne. Und dann, wenn der kommt, dann zieht der quasi einen hoch. Ich muss eine minimale Unterstützung geben, denn es ist eigentlich weniger eine Kraftfrage als eine Aktivierungsfrage. Das ist es eigentlich. Das sind so tiefen Muskeln, die da in der Hüfte aktiviert werden. Und die hatten jeder, die wurden vielleicht noch nie aktiviert. So, das ist aber das Schöne. Die Spieler geben immer die gleiche Rückmeldung, die Übung das erste Mal gemacht haben. Die stehen dann auf und sagen, es ist irgendwas verändert hier drin. Es ist ein bisschen, wirkt kompakter, stabiler. Das ist eigentlich so die Rückmeldung, die man da immer bekommt. Und wenn man eben am Anfang Schwierigkeiten hat, dann muss ich den nur herziehen. Das reicht dann oft nur 2-3 Mal. Dann ist es aktiviert und dann kann das auch von alleine machen. Genau. Und damit sind wir mit dem Aufwärmprogramm durch. Wenn man jetzt damit fertig ist, machen wir eine Pause. Wir nicht, wir machen gleich weiter. Ihr macht eine Pause, 2-3 Minuten, was trinken. Und dann geht's ins eigentliche Kraftprogramm hinein. Und zwar machen wir Standwagen und legen den Ball auf dem Stuhl quasi immer ab. Jetzt muss man erst mal schauen, wie weit ist denn der Abstand. Das muss man kurz einmal ausmessen. Der Abstand sollte jetzt nicht so sein, dass ich hier einfach ablegen kann, sondern der Abstand sollte so sein, dass ich mit wirklich gestreckten Armen am Ende den Ball ablegen muss. Fast schon den Fingerspitzen nehmen muss. Ja, der darf hinten durch reinrollen. Kriegst du jetzt noch einen Abstand? Ja, doch. Ein bisschen näher an. So, jetzt ist es ein guter Abstand. Also, und dann eben nach vorne ablegt. Ja, zack. Und jetzt ganz wichtig, nach oben gehen, nehmen wir das Knie noch wieder oben hoch. Bleiben wir so kurz 2 Sekunden stehen, gehen wieder nach vorne, holen den Ball wieder ab. Genau, und das ist schon wichtig, dass ich den so ein bisschen zu mir herziehen muss. Das ist ein super Abstand, weil der Anspruch dann einfach echt ein hoher ist. Auf die Beinachsenstabilität, aufs Gleichgewicht. Jetzt in der Position, Rücken ist angespannt, Gesäß ist angespannt. Hintere Oberschenkelmuskulatur ist mit dabei, Schultern müssen arbeiten. Das ist super, das ist alles wunderbar wieder dabei. So, und dann machen wir 20 mal den Ball ablegen und wiederholen. Ihr. Bitte? Nicht wir. Wir machen jetzt gleich Schluss. Nein, du machst jetzt 20 Stück. Mit dem einen Fuß, kurze Pause, mit dem anderen Fuß. Wobei es eben so ist, von der Zählweise hier. 1, ablegen, Ball holen. 2, holen. 3, runter.
So wird gezählt, naja. Ja, leichtfertig. Quasi fast 10 sozusagen. 20 linker Fuß, 20 rechter Fuß. Und denkt daran, Anspruch muss eben so sein, dass ich so eben irgendwie dahin komme. Ja, damit dann wirklich auch wirklich was gefordert wird. Erste Übung. Zweite Übung. Dafür brauchen wir jetzt den Medizinball. Wer jetzt keinen Medizinball hat, 45 Sekunden, ja, dann wird man nicht mehr. Wer jetzt keinen Medizinball hat, der sucht sich jetzt aber irgendwas zu Hause mit Gewicht. Das ist ganz wichtig. Und zwar, ich mache es mit dem Fußball vor. Dominik darf es dann mit dem Medizinball machen. Und zwar machen wir was für den Core-Bereich. Wir gehen in so eine Hündchenstellung, nenne ich es immer, und machen so eine, ja, so einen gebeugten Plank sozusagen. Das heißt, ich bin in dieser Schritt-Startstellung irgendwo mit drin. Was ich schon mal auch betont habe, was wieder super ist an der Übung, ist, dass ich jetzt nicht nur Bauchmuskeln mit dabei habe, sondern dass in einer Art und Weise trainiert wird, wie ich es als Fußballer auch später brauche. Ja, ich habe schon mal erklärt, dieser klassische Plank, wenn ich in dem Stütze bin, das ist natürlich eine super Übung für die Basis, hier wird alles aufgebaut, aber irgendwann muss ich fußballspezifischer denken, was brauche ich denn da eigentlich? Und dann nützt mir der hier, wenn ich den nur mache, nicht mehr ganz so viel, weil wir eben so im Fußball nicht durch die Gegend laufen werden, sondern weil ich praktisch ja schon den geraden Bauchmuskel oder den Vorderbereich mehr in einer dynamischen Position drauf. Da wird geschoben, da wird gedrängelt, da habe ich den Ball am Fuß, da kriege ich mal nach hinten weggeschubst oder jetzt in dem Fall auch für eine Startstellung im Spiel mal diese Position hier nach vorne weg, dass ich andribbeln muss beispielsweise oder antreten muss überhaupt zum Beispiel. Und dann geht es eben quasi hier in diese Position hinein. Dafür ist das jetzt ideal. Hier bin ich praktisch in so einer schönen Startstellung drin, um mehr zu machen. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen diesen Medizinball her und führen ihn jetzt direkt ein bisschen nach hinten durchschieben, sage ich es immer, damit es gerade wird, grob. Jetzt nehme ich die rechte Hand und roll mir den Ball von innen wieder in die Mitte hinein, stabilisiere es und mache das Ganze eben auf der linken Seite. Hier, schummeln dann. Hier, zack, zack, kleine Bewegungen hier, außen durch und Ding. So, es sollte eben ein Gewicht sein, damit wir da ein bisschen Anspruch haben. Der Ball macht es eigentlich relativ leicht, weil er kommt natürlich ins Rollen, nur ist es trotzdem anspruchsvoller als mit Ball. Wer das nicht zu Hause hat oder eine gute Alternative, schau ich mal schnell. Ich nehme mal schnell so ein Hütchen. Eine gute Alternative sind Gewichtsscheiben für sowas. Das Hütchen soll jetzt mal eine Gewichtsscheibe imitieren von einer Hantel zum Beispiel, einfach die Hantelscheibe runternehmen, 2-3 Kilo, irgend sowas. Und jetzt schiebe ich die quasi in der Position so rum. Das ist auch eine sehr, sehr gute Alternative und macht sogar noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Das Allerbeste, wie ich immer finde, ist, es gibt ja diese klassischen Medizinbälle, es gibt aber auch diese Slamballs, das sind diese Medizinbälle, nenne ich sie mal, die mit Sand gefüllt sind und nur zur Hälfte ungefähr gefüllt sind. Ich weiß nicht genau, wie viel drin ist, das ist ja dann gewichtsabhängig wahrscheinlich. So, und wenn ich den jetzt rolle, diesen Slamball, dann geht der Sand ja innen drin mit oder diese Füllung innen drin mit und damit rollt der nicht weiter. Und somit ist mein Anspruch natürlich jetzt bei der Geschichte, wenn ich hierher gehe und der bleibt jedes Mal stehen, dann muss ich den praktisch immer wieder einen Antrieb geben und der rollt nicht von alleine weiter, ist natürlich wesentlich höher. Das Ganze 45 Sekunden lang. Langsam und sauber durchführen. Es kommt nicht darauf an, dass wir hier die Wiederholungszahl haben. Und jetzt ganz wichtig, 3 Serien davon. Also 45 Sekunden, circa 1 Minute Pause, nochmal 45 Sekunden, 1 Minute Pause, nochmal 45 Sekunden. Das heißt, was wir jetzt hier generell in dem Programm machen, ist, dass wir nicht eine zweite Gesamtserie dran packen, sondern jede Übung an sich in mehrfachen Sätzen anbieten. Das ist das, was wir hier machen. Natürlich, wer Bock hat, kann auch noch eine zweite Serie machen, sage ich immer nachher noch was dazu. Aber generell eine Übung nehmen, dreimal jetzt in dem Fall durchführen und mit den entsprechenden Pausen dazwischen am Stück trainieren. Da habe ich den Vorteil, ich ermüde natürlich immer mehr und immer mehr und immer mehr und die letzten 45 Sekunden sind dann natürlich schon ein krasser Anspruch auf jemanden. Wenn er jetzt merkt, 45 Sekunden, das ist für mich Kindergarten, dann kann er natürlich gerne selbstständig ein bisschen noch was dran packen, sodass es für ihn halt anspruchsvoll wird. Das ist so ein grober Richtwert aus unserer Erfahrung heraus, dass man damit eigentlich immer sehr, sehr gut fährt. Genau.
Bei der Beinachsenstabilitätsübung am Anfang, da bleibt es aber bei 20 und 20 einfach finito. Dann hier, 3x45 Sekunden. Dann ein Klassiker, Dominik. Der Rückenschwimmer. Du weißt, was ich meine. Der Rückenschwimmer? Schwimmer, also du liegst am Bauch. Ja, ich war ja. Und dann diese Geschichte. Okay, also der Brustschwimmer eigentlich. Graul. Aber kein Rückenschwimmer. Naja, dann ist es halt für den Rücken. Ja. So, warten wir schnell. Bevor wir, also machen wir zuerst? Den hier? Den oder hier, ja. Den hier? Nee, die Pendelbewegung von Anfang. Genau, Kopf nach unten. Also, dass hier wieder der Stress auch rauskommt, das ist eben, was man gerne in der Reaktion macht. Der Dominik macht es jetzt eh schon super. Das heißt, langsam, gleichmäßig die Bewegung durchführen und nicht hektisch und schnell rotieren. Was man auch noch machen kann, ist, die Handflächen zueinander sehen zu lassen. Ja, das macht jetzt aber keinen ganz großen Unterschied mehr. Ich kriege es noch ein bisschen anders von der Belastungsstruktur im Schulterbereich hin und eben, wie gesagt, den Kopf nach unten, damit die Belastung, der Stress aus der Halswirbelsäule rauskommt. Für die Ausgangsposition möchte ich was sagen, weil ich jetzt nochmal beobachte, dass man sich da hinlegt und dann fangen einfach welche so an. So, dann sage ich immer, legt euch erstmal hin und jetzt streckt euch mal komplett, greift nach vorne, streckt die Füße, alle strecken. Jetzt geht es nach innen, nach unten und in der Position geht es nach oben und dann fange ich an. Damit ihr auch wirklich, da wird dann ja gerne geschlampt, ne? Ellbogen sind so eingeknickt, dann rotzt man da so runter, dann ist der Anspruch natürlich geringer. Die Übung ist ein Klassiker. Die ist auch nicht sonderlich schwer, aber auf Dauer geht sie schon rein und deswegen machen wir sie auch 3x 30 Sekunden. 30 Sekunden, 30 Sekunden Pause, 30 Sekunden. Also von der Pausenzahl her nochmal kurz die Information. Im Groben immer so lange Pause machen, wie wir geübt haben. Also 3x 3 Geschichten, 3x 30 Sekunden den Rückenschwimmer machen. Übung Nummer 4. Wir machen jetzt eine langsame Kniebeuge nochmal mit dem 5 Kilo Medizinball. Die ist super. Die ist dann witzig, wenn man mangelnde Schulterbeweglichkeit hat. Dann, ich weiß nicht, dann ist die wahnsinnig witzig. Also, das heißt, wir nehmen einfach, wir machen die Kniebeugen mit dem Gesäß auf dem Stuhl ablegen kurz, also diese Geschichte kurz. So. Sehr gut, so wieder aufstehen. Also diese Geschichte langsam nur kurz berühren den Ball, den Stuhl wieder hoch. Was wir jetzt aber machen ist, wir halten den Ball hier, 5 Kilo ist aber echt ordentlich. Und wenn wir jetzt nach unten gehen, bringen wir ihn gestreckt nach oben. So, und wieder nach vorne gehen. Ich mache das kurz noch einmal vor. Und deswegen habe ich gesagt, mangelnde Schulterbeweglichkeit, weil es scheitert weniger an der Kraft, richtig? Es scheitert eher an dem, hier, ich komme gar nicht weiter nach oben. Bei mir ein klares Kraftproblem. Ja, okay, die Beweglichkeit ist natürlich mit der Bombe, das habe ich vergessen. So, die ist ordentlich, die Übung. Zack, und Touch. Okay, vom Abstand zum Stuhl her, ganz wichtig, nicht zu nah, wenn ich zu nah bin. Bitte, bitte. Ich glaube, so sieht man es besser, oder? Ja, wenn ich zu nah dran bin, habe ich das Problem bei allen Kniebeugen. Der Kniewinkel wird einfach zu klein. Also wenn ich jetzt wirklich ganz nah dran bin, dann wird es jetzt hier beim Runtergehen, ist die Belastung zu sehr. Warte mal, zack, der Klassiker. Dann ist die Belastung ins Kniegelenk hinein zu negativ sozusagen, also eine negative Belastungsform. Je größer der Kniewinkel ist, desto besser bei Kniebeugen, weil ich dann eben die Belastung auf die Oberschenkel kriege, da wo ich sie haben will und nicht in der Kniescheibe, jetzt blöd gesagt, irgendwo innen drin. Deswegen den Abstand so wählen, tendenziell immer ein bisschen weiter weg, dass ich den Stuhl eben noch so berühre und der Kniewinkel dann eben auch groß bleibt. Nicht zu klein, nicht zu nah dran gehen. Ja, dann immer einen Schritt nach vorne gehen. Komm wieder nicht hin, schau. Ja, das ist das. Mal ausprobieren. Ja, das ist das. So, ab. Da ist er. Da ist er. Und nicht vergessen, auch nicht den Ball zu strecken, das macht es ja gerade so lustig. Genau, da habe ich eben alles mit dabei. Ich habe hier oben die Schulter mit dabei, der Rücken. Vom Gefühl, wenn man runtergeht und streckt den Ball nach oben, geht sauer in den unteren Rücken rein. Wer da jetzt merkt, dass er durchkippt und praktisch auf die Lendenwirbelsäule ein unphysiologischer Druck entsteht, dann den Ball entweder reduzieren oder durch den Fußball ersetzen oder vielleicht sogar ganz weglassen und dann eben nur die Hände mit nach oben nehmen. Und mit eben dennoch, weil durch dieses Hände nach oben nehmen, ist eben dennoch der Anspruch auf die Gesamtstabilität, auf austarierende Bewegung, ist dennoch eine Höhe. Ja? Ansonsten eben schauen, dass man ein Gewicht hat. Wer keinen Ball zu Hause hat,
habe ich schon letztes Mal gesagt, der kann auch bei solchen Übungen zum Beispiel eine Hantel nehmen und macht da 2 Kilo dran auf jede Seite und greift die Hantel so außen beispielsweise. Der kann auch einfach nur einen schweren Stein irgendwo hernehmen, irgend sowas, was halt ein Gewicht hat, und dann ein bisschen noch, ja, den Anspruch. Volle Wasserflaschen. Zum Beispiel, ja, irgend sowas. Hat man so im Keller, ne? Ja. Die 2-Liter-Flasche. Die 2-Liter-Flasche Chantre. Chantre. So, also und hier 45 Sekunden mal 2. Also 45 Sekunden üben, nochmal 45 Sekunden Pause und nochmal 45 Sekunden üben. Nächste Geschichte, das ist jetzt lustig und da kann ich was Schönes dazu erzählen. Wir machen eine. Jetzt überlege ich gerade, wenn du da bist. Ist das für mich auch lustig oder ist das für dich lustig? Für mich, weil dann kommt mein Stab ins Spiel. Aha. Und zwar machen wir eine einbeinige Brücke vor dem Stuhl. Also diese Geschichte hier, dass wir den Fuß dann eben einfach oben ablegen und dann das Becken nach oben nehmen mal. Das ist nicht schwächer, das ist irgendwie. Also, dass es gut ausschaut. Genau. Becken wir ein bisschen dran schieben. So, schauen wir mal, ob das überhaupt geht. Wenn nicht, schiebe ich das Gerät. Kipp mal hoch. Das ist ein bisschen hoch, aber. So. Ne, der Fuß, nee, der Fuß muss in die Luft, jetzt weiß ich, habe ich überlegt, was machst du denn gerade? Der muss in die Luft. Ja, kann sie. Hier, da ist er. So, gut. Jetzt. Einmal bitte das Becken hoch. Zack, sehr gut. Also, in der Position machen wir jetzt 10 langsame Wiederholungen rauf und runter. Rechter Fuß, linker Fuß ist es bei dir gerade. Kopf ablegen. Auch hier wieder Stress raus, der Halswirbelsäule. Es soll halt darum gehen, Oberschenkel, Rückseite und Gesäß. Abseitlich erlaubt, oder? Ab, völlig erlaubt, ja. So, warten wir kurz noch. Wir machen jetzt praktisch 10 auf der linken Seite, dann fließender Übergang, 10 auf der rechten Seite. Das hilft der Stuhl weg, was ich gemeint habe. Das kann man ganz einfach aus- oder lösen, indem man jetzt den Stuhl einfach an die Wand schieben würde. Dann haben wir das weg. Also 10 und 10. Nach den 10, also 10 links, 10 rechts, beide Beine drauf. Beide Beine haben sie schon drauf. Dann Becken wieder hoch. So, jetzt hält der Dominik das statisch. Ich komme mit meinem Stab her. Also er macht 10 links, 10 rechts, sofort beide Beine drauf. Also nicht absetzen, Becken bleibt oben, beide Beine nicht drauf. Und er muss jetzt meinem Stab ausweichen. Langsam das Ganze machen. Das heißt, ich komme jetzt daher. Und er darf natürlich auch gucken dabei, das ist überhaupt kein Problem. Und dann wieder ausweichen. Komme ich von der anderen Seite beispielsweise, ausweichen. Und dann komme ich wieder von der Seite. Und jetzt kann man auch so Scherze machen, unten rein fahren. Ich kann auch sagen, Hockbein nochmal hoch in der Position und ein bisschen seitlich auch mit rüber kippen und wieder zurück und so weiter und so fort. Also ein extrem hoher Anspruch an das Ganze. 10 einbeinige links, 10 einbeinige rechts. Beide Füße drauf, 30 Sekunden langsam, entspannt ausweichen. Dabei darf der Athlet natürlich schauen, er darf schauen, wo ist denn der Stab jetzt, der. Dann kann man ihm praktisch das Scherze machen. Der Klassiker ist einfach nur in der Hüfte seitlich ausweichen. Ich kann noch ein bisschen hier fordern. Ich kann auch mal hochgehen an die Schulter. Der muss den Arm noch mit aufdrehen. Dann eben, wie wir es gemacht haben, einbeinig hier noch irgendwie wegdrehen etc. Was erreichen wir? Das ist das, was ich auch bei den Bauchmuskelübungen, bei den Planks immer sage. Das ist eben fußballspezifisch. Wir trainieren ja jetzt quasi die Oberschenkelrückseite, kennen wir als Brücke. Beispielsweise in statischer Natur einfach halten. Wir kennen es als gleichmäßig rauf runtergehen, beidbeinig. Wir kennen es als langsam runtergehen, schnell hochgehen, so wie wir es beim Medium-Programm bei uns ja auch gemacht haben. Wir kennen es eben als einbeinig und damit ist der Anspruch auch schon wieder höher, runter, hoch, runter, hoch. Das kann ich auch langsam und schnell hoch machen. Dann können wir das noch, dass man vielleicht statt eines Stuhls so einen Petsyball nehmen und dann muss man den gegen die Wand drücken und hat dann noch einen Anspruch. Aber also alles super, alles toll und es hängt auch immer davon ab, wo sind wir gerade? Bin ich beim Anfänger, bin ich schon beim Fortgeschrittenen oder beim Profi vielleicht sogar? Beim Profi oder bei demjenigen, der schon wirklich weit ist, ein Leistungsfußballer, in der Regel ist er dann schon, dann können wir auf jeden Fall hergehen und mit der Stange dieses Ausweichen auch machen, weil das ja fußballspezifisch ist. Ich brauche ja hier Oberschenkel, Rück und Gesäß im Spiel nicht in statischer Position, diese klassischen Schnelligkeitsmuskeln, sondern der macht den Sprintschritt und kriegt den Drücker rein von der Seite und muss jetzt hier auch noch wegschieben. Also er kriegt ja genau das im Spiel mit und deswegen sollten wir ihm das auch geben. Die Experten, die vor allem, also ich diskutiere ja ganz gerne immer wieder, die
Vor allem, ja, wir sind ja Physiotherapeuten oder so oder Ärzte, die sagen natürlich schon zu Recht, wenn man das jetzt praktisch permanent so trainieren würde, ja, und der weicht jetzt aus und ist in der Position, da komme ich natürlich in das Hohlkreuz rein. Und natürlich musst du mit dem Kopf auch noch schauen. Und das ist natürlich auch Stress für die Halswirbelsäule. Das ist ja alles völlig richtig, da braucht man nicht zu reden. Aber erstens mal, wir trainieren das nicht täglich 5 Minuten am Stück in 5 Serien, sondern bauen das immer wieder mal mit ein. Zweitens mal, dafür, wo das gebraucht wird, für den Leistungsfußball, ist es schlicht und ergreifend notwendig. Und der Leistungsfußball an sich, muss man ja auch ehrlich sagen, ist auch nicht gesund. Also das sind eh keine gesunden Bewegungen, sondern aber was wir damit machen sollten, ist trotzdem den Spieler darauf vorbereiten, dass es kommen wird, ihm möglichst viele Wiederholungen schon im Training anbieten, dass sein Körper dieses Bewegungsprogramm kennt, dass sein Körper dann im Spiel intuitiv am besten automatisiert, unbewusst, besser gesagt, das ist das entscheidende Wort, merkt, kenne ich schon, stresst mich nicht, mache ich. Ja, kein Thema, werde ich halt da weggeschoben, trotzdem mache ich meinen Sprintschritt weiter. Also dass er dabei auf der einen Seite stabil bleibt, aber auf der anderen Seite sich halt auch nicht verletzt. Das ist eigentlich das Entscheidende dahinter. Deswegen bin ich ein großer Freund von solchen Übungen, aber das ist natürlich ein berechtigter Hinweis, dosiert einsetzen. Auch hier zweimal das Ganze. Also das heißt, die 10-30 Sekunden Pause von ca. 45 Sekunden in dem Fall und nochmal das Ganze machen. Nächste Übung, der Hürdensitz. Unsere Lieblingsübung. Es ist eine Übung, um einen Gesäßmuskel zu erwischen, den man so selten erwischt, nämlich den Piriformis. Wir haben ja 3 größere Popomuskeln, die Gluteen, die 3, Maximus, Medius und Minimus. Und dann gibt es eben noch einen, das ist der Piriformis, ein bisschen einer, der ein bisschen tiefer seitlich sitzt. Und das ist ein wichtiger Sprintermuskel, der wird total vergessen, unterschätzt, weil er so klein ist. Und viele haben da eine Schwäche. Den immer wieder mal zu trainieren schadet nicht. Er unterstützt einfach die Schnelligkeit und den Sprintschritt in den ersten Momenten. Das ist ein ganz wichtiger Muskel und darf man dabei nicht vergessen und unterschätzen. Und habe ich jetzt auch kennengelernt, alles ist ja auch eine Erfahrung, aufgrund einer persönlichen Erfahrung, ist das auch ein Muskel, wenn der regelmäßig trainiert wird und eine erhöhte Stabilität aufweist, hat man zum Beispiel auch geringeres Verletzungsrisiko hinsichtlich Sprunggelenken beispielsweise, weil wir da echt einen aktuellen Fall erlebt haben und in der Analyse der Bewegungen hinterher rauskam, hier ist eine ganz klare, eklatante Schwäche und das sorgte dann dafür, dass gewisse Achsen nicht so stehen, wie sie stehen sollten und dann am Ende über die Dauer der Zeit schlechte Bewegungen, negative Bewegungen an einer bestimmten Stelle immer wieder angekommen sind und das war ein Sprunggelenk der Fall, konkret in der Achillesferse, ein bisschen also drüber, die dann durchgerissen ist. So, gibt es eine schöne Übung? Wir machen sie beide rechts. Haben wir vorher schon ausprobiert, weil wir wissen, dass wir links das nicht so optimal hinkriegen. Die ist nicht so leicht. Und wir haben sie hier bei uns im Büro auch getestet und der eine oder andere ist dann einmal gescheitert. Und zwar ist es eigentlich ganz simpel von der Erklärung her. Wir in der Position, jetzt wo wir hier sind, heben wir nur den rechten Unterschenkel nach oben. Idealerweise sind die Hände in der Luft. Normalerweise, so wie bei mir. Normalerweise, so wie bei uns. Aber das ist vor allem, wenn man das erste Mal macht, nicht so einfach, deswegen abstützen, jetzt kippe ich ein bisschen seitlich weg und dadurch gebe ich dem hier, und darum geht es jetzt hier in diesem Bereich, mehr Raum. Und jetzt einfach nur anheben, anheben, ablegen, anheben, bisschen halten, 2/3 Sekunden, ablegen. Dann spürt man hier schon diesen Zug, hier da oberhalb, da drin ist er, da spüren wir den. Sehr gut. Und idealerweise, ja, kriegen wir das dann nachher so hin, dass er praktisch hier aufrecht sitzt. Die Hände sind in der Luft, das braucht aber eine gewisse Zeit, dafür muss man das schon echt regelmäßig gemacht haben, damit das dann funktioniert. Den Piriformis, ich muss gucken, ich weiß es nicht auswendig, pro Seite 30 Sekunden, langsam ausführen, keine Hektik, die Spannung wirklich gerne 2 Sekunden, 3 Sekunden halten, 21, 22, 23 da absetzen und dann eben den Wechsel, 30 Sekunden auf der anderen Seite. Dann eine Minute Pause und das Ganze dann nochmal wiederholen. Also auch hier eine 2. Serie. Haben wir das erledigt. Dann brauchen wir noch die Außenrotatoren und die Seitenlage. Genau. Wir brauchen das Minimal, Dominik. Bitte wieder um die um den Oberschenkel oben rum, also ums Knie.
Wir machen jetzt eine schöne Übung, zwei schöne Übungen für einen Bereich, der ganz gerne oft vergessen wird und bei dem viele Fußballer einfach eine enorme Schwäche haben, einfach nur von der Belastungsstruktur des Fußballs. Und zwar ist es die Oberschenkelaußenseite. Jetzt ganz allgemein gesagt, machen wir zwei schöne Übungen dafür. Das eine haben wir schon beim Aufwärmen so ein bisschen gemacht. Was wir jetzt hier machen, ist, gleichzeitig kombinieren wir das noch mit einer seitlichen Bauchmuskulaturübung. Das heißt, wir gehen in den Stütz. So, jetzt winkeln wir die Knie ein bisschen ein. Das ist schon drin. Jetzt einfach hochkippen in der Position. Na, hoppla, das bleibt natürlich unten. Entschuldigung, Knie bleibt unten. So, und jetzt einfach in der Position Hand nach oben nehmen, nach hinten durchstrecken und jetzt einfach Knie rauf und runter drücken. Rauf und runter. Genau. Und dann kriegen wir quasi diese Abduktoren in ihrer Funktion, beziehungsweise die Hüftaußenrotatoren kriegen wir dann noch mit. Die Abduktoren sind mit dabei. Das ist jetzt eher eine klassische Übung für die Außenrotatoren. Die werden selten trainiert, bis gar nicht trainiert, sind aber für die Gesamtstabilität für einen Fußballer enorm wichtig. Schön, ne? Herrlich. Kann man natürlich jetzt auch mit der Bandfarbe arbeiten, eventuell dann schon Blaues dranhängen und dann auch hier, ich meine so 30 und 30 pro Seite, ne, pro Seite 10 Wiederholungen durchführen und das Ganze auch in 2 oder vielleicht sogar 3 Sätzen. Langsam durchführen, 1, zurück, 2, zurück. Langsame Bewegungen, nicht pum, 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 schnell das Ganze runterhauen, sondern sich wirklich Zeit lassen dafür. Genau, dann haben wir das. Letzte Übung ist dann Band weg, genau. Wir brauchen noch die klassischen Abduktoren. Und wir machen jetzt eine Übung, die kennt jeder, die hat jeder schon gesehen. Und wir verändern sie ein bisschen. Das ist im Verein, was halt diese Geschichte hier, ne? Eric Pritz Gedächtnisvideo. Hast du schon Band? Genau, diese Geschichte. Aber wir machen sie wie folgt. Also, magst du vielleicht mitmachen? Sehr gern. Legst du dich zu, das sieht noch gut aus. Also, auch hier, wir strecken uns erstmal komplett. Wenn wir in der Position sind, hier mit den Händen noch ein bisschen nach vorne greifen, dass der Körper gestreckt wird, Kopf ablegen. Jetzt beide Füße in die Luft. Kommt zu, Licht aus. Beide Füße in die Luft und nicht mehr. Und jetzt geht der obere Fuß rauf und runter in der Position. Der untere Fuß bleibt immer oben. Wer will, Anspruch, Hand weg. Dann fängt man sofort an, in der Hüfte instabil zu werden und muss dann auf Bewegung arbeiten. Und im Idealfall den Kopf ablegen, weil den brauchen wir nicht. Genau, dann machen wir 20 auf der Seite, dann drehen wir uns um, machen 20 auf der anderen Seite und machen auch hier wieder 2 Serien. Mit, was wird das sein, circa 40 Sekunden Pause, 45 Sekunden Pause dazwischen. Also eine wunderbare Übung für hier die Abduktoren, äußerer Gesäßbereich ist mit dabei. Klassische Schwächen von sehr vielen Fußballern und ja, das ist jetzt eher ein Muskel, muss man sagen, der ist jetzt nicht so dafür zuständig, dass ich schnell laufen kann, im klassischen Sinne zum Beispiel, oder einen guten Antritt habe, oder was auch immer. Aber was das halt so hauptsächlich macht, es rundet das Ganze ab, stabilisiert den Körper extrem. Und es gibt viele Fußballer, die zum Beispiel mit X-Beinen zu kämpfen haben, dem wirkt es auf jeden Fall entgegen. Es gibt eben viele, die hier eine Schwäche haben und dann damit in der Hüfte nach vorne zum Beispiel wegkippen permanent. Das in Kombination mit verkürzten Hüftbeuger etc. Und das wirkt dem Ganzen einfach wunderbar entgegen und sucht ein schönes Gleichgewicht, oder nicht sucht, sondern generiert ein schönes Gleichgewicht, weil ja hier Fußballer vor allem hier vorne sehr kräftig sind. Innenseiten sind immer sehr, sehr stark und auf Zug durch dieses permanente Spielen und Passen und so weiter. Ist da immer ein kurzer, schnell kräftiger Kontakt drauf. Und außen passiert relativ wenig, wenn man nicht Kaiser Franz Beckenbauer heißt und mit dem Außenreiher einen rausgehauen hat. So. Und damit haben wir das Programm eigentlich durch. Richtig, genau. Und dann, wenn man damit fertig ist, könnte man jetzt theoretisch noch eine zweite komplette Serie dranhängen. Muss aber in dem Fall jetzt eben gar nicht sein, sondern weil wir ja praktisch jede Übung in sich 2-3 Mal am Stück machen, bis auf die allererste Übung, da waren wir 20 links, 20 rechts. Das war dieses Ablegen des Balles in der Standwaage. Auf dem Stuhl, da machen wir das nicht. Ansonsten überall 2-3 Mal Sätze quasi eine jede Übung durchführen mit den entsprechenden Pausen dazwischen. Wiederum als grobe Richtzahl der Pausenlänge ist die Übungslänge einer jeden Übung. Und wenn man jetzt noch eine komplette zweite Serie dranhängen möchte, dann wird es eher darauf rauslaufen, dass man
die Zeiten, wie wir das beim Medium-Programm auch schon erklärt haben, verkürzen. Also wir halt dann sagen, okay, dann machen wir halt mal statt 45 Sekunden, hänge ich nochmal 20 Sekunden dran. Das alles Entscheidende ist, dass die Ausführungsqualität nicht darunter leiden darf. Auf gar keinen Fall. Also wenn ihr von mir aus eine zweite Serie macht und merkt, da wäre ich aber schlampig und jetzt rutsche ich da schon durch hinten und komme in den Hohl, Rücken rein und so weiter, dann komplett lassen. Dann weiß man, okay, dann geht es nicht mehr. Weil Erfahrung ist ja, Dominik, oder? Also Erfahrung ist ja oft bei solchen Trainingsprogrammen, finde ich, man hat zwar nicht oft das Gefühl, man hat jetzt was gemacht, also man hat trainiert, man weiß, ich bin jetzt eine Stunde hier, ja, und ich habe auch geschwitzt und ich bin ans Arbeiten gekommen, aber das ist jetzt nicht so, als wenn ich da 100 Kilo weggepumpt habe und alles so jetzt schon auf Muskelkater hindeutet. Aber dann auch, wenn man dann merkt, man macht jetzt noch was, wird es oft schwammig, ja, weil es so in die Tiefe reingeht. Im Gegenteil, man tut sich dann gefühlt, auch wenn dann die Übungen kommen mit viel Last, wo man dann mal Kniebeugen macht mit 30 Kilo, die fallen einem dann deutlich leichter, wenn man in den Themen, die wir jetzt gemacht haben, stabil ist. Genau, so ist es. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Am Ende, wie immer, ein Blackround-Programm noch dranhängen, das einfach ausrollen und ja, habe ich was vergessen? Nee, viel Spaß beim Training. Viel Spaß beim Training. Die Manuel Neuer Deklamierabend, den gibt es noch einmal. Ihr müsst aufpassen, immer habe ich gesehen, abseits. Viel Spaß beim Training und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder zum nächsten Athletiktraining. Bis dahin, alles Gute, gute Fußballzeit. Ciao.